Wir sind heute unterwegs für den Gratis-Rollenspieltag. Hier in Koblenz war das nicht ganz einfach, weil es in der Innenstadt eine Nazi-Demonstration und eine Gegendemonstration gibt. Trotzdem haben wir es hierher geschafft, in den Zeitgeist. Und wir schauen uns mal um, was hier alles läuft, wer da ist und was gespielt wird. Neben mir steht die treibende Kraft, möchte ich sagen, hinterm Gratis-Rollenspieltag, der Moritz Mehlem. Wie sieht es denn aus? Magst du kurz uns nochmal zusammenfassen, was ist der Gratis-Rollenspieltag? Ja, es ist ein Tag, an dem man in Läden kommen kann, mittlerweile auch in Bibliotheken, in Buchgeschäfte, in Jugendclubs, in Jugendfeuerwehren und einfach mal sich dieses Hobby angucken kann, ob einem das Spaß macht und ob man da vielleicht weiter spielen möchte. Das ist jetzt das zweite Mal, dass der Tag stattfindet. Wie würdest du sagen, sind es jetzt mehr Leute, die hier dabei sind? Sind es andere Leute, die hier dabei sind? Da kann ich leider kaum was zu sagen, weil ich bisher nur in Koblenz in diesem einen Laden war. Hier ist gerade eine lustige Nazi-Demo mit Gegendemonstration und genau 1000 Polizisten. Und es haben sich mittlerweile 6 oder 7 Leute hier durchgeschlagen, dazu noch ihr. Ich kann halt sagen, dass wir mehr Läden dabei hatten. Wir hatten vor allem auch, wie gesagt, diesmal mehr Bibliotheken und öffentliche Orte, wo Aktionen stattfinden. Also insofern ist schon mehr los als letztes Jahr. Was jetzt vor Ort passiert, kann ich natürlich immer vorher nicht sagen. Und von Seiten der Verlage aus? Ich vermute, du spielst darauf an, dass ja schon ein Paket mit Dingen, die hier hingeschickt wurden, vorgestellt wurde und jetzt aber die Jungs von Pegasus noch ein eigenes Paket nachgeschubst haben und schnell noch Shadowrun-Charaktermappen und diese schönen Breitbandposter und Co. weiter mitgeschickt haben. Jo. Also die Verlage beteiligen sich gut, haben auch tatsächlich, wie man sieht jetzt, wenn sie gemerkt haben, oh, es wird zu knapp, sich selber noch bemüht, das Material in die Läden zu schaffen, hat uns sehr gut gefallen. Generell auch im Rückblick auf den ersten Gratis-Rollenspieltag, wie findest du das Echo so? Hast du den Eindruck, dass auch wieder mehr Aufmerksamkeit fürs Hobby da ist? Definitiv. Gerade die letzten Wochen gab es so viel Zeitungsmeldungen, Internetmeldungen. Ich habe ein Radio-Interview gegeben. Also da geschieht einiges. Du bist ja auch als Lehrer, möchte ich mal sagen, so an dem Draht, was gerade an Hobbys überhaupt für Jugendliche möglich, angesagt, interessant ist. Glaubst du, dass Rollenspiele noch eine neue Generation sich schnappen kann so? Tatsächlich, also ich muss hier an dieser Stelle sagen, für mich ist der Gratis-Rollenspieltag nicht primär da, um Neulinge zum Hobby zu schaffen, sondern mehr um die Läden und die örtliche Vernetzung ein bisschen zu stärken. Allerdings tatsächlich denke ich, dass die Kids auch Bock haben zu spielen. Da werde ich dir demnächst irgendwann mal, wenn wir Zeit haben, in einem Interview was erzählen zu meiner Spiele-AG an der Schule. Also ich kann sagen, die Jugend hat Bock an Fantasy, hat Spaß dran zu spielen. Also das ist nicht so verloren, wie man immer denkt. Du hattest das Paket von Pegasus ja schon erwähnt, die ein bisschen spät, aber dann eilig noch was hinterhergeschoben haben. Und da wir die anderen Sachen schon in die Kamera gehalten haben, würde ich sagen, gucken wir jetzt nochmal drauf, was die geschickt haben. Nämlich zum Beispiel dieses schöne Shadowrun-Poster. Ja, also ein Widescreen-Shadowrun-Poster mit schickem Ork-Troll, was auch immer in der Ecke. Das ist ja wohl ein Troll. Und daneben ist ein Ork. Alles klar, genau, ein Troll. Tulu-Einsteigerheft, damit man auch ein bisschen viktorianisch durchstarten kann. Oder auch 1920er, da will ich nicht so sein. Ein kleines, spielbares, selber zusammenbastelbares Quest-Abenteuer. So für die Grenze zwischen Brett und Rollenspiel. Mein persönliches Highlight, aber ich weiß nicht, ob das viele so sehen, ein kleines King Kong-Szenario für das Robinson Crusoe-Brettspiel. Wie hängt das denn zusammen, Crusoe und King Kong? Robinson Crusoe ist ja ein kooperatives Spiel, wo man auf einer einsamen Insel ist. Und hier, das scheint mir so, wenn ich das eben beim Drüberfliegen gesehen habe, so zu sein, dass ein Filmteam, das King Kong drehen will, auf dieser Insel ist und auch irgendwie versuchen muss zu überleben. Ich glaube, darum scheint es zu gehen, denn hier unten gibt es eine Filmcrew. Aber aus Sicht von Pegasus und von Rollenspielern ist natürlich dieses Shadowrun-Teil wahrscheinlich die Nummer 1, genau. Da ist ein kleiner Papp-Charakterbogen drauf und man kann dann seine Charakterbögen in diesem Ordner sammeln. Aber es ist nur einer drin. Es ist einer drin, richtig. Der eine Shadowrun-Charakterbogen ist zwar hübsch, aber irgendwie ein bisschen schwierig zu verteilen, möchte ich mal behaupten. Ja, dafür hat man ja 20 Mappen da liegen oder 25. Das heißt, dann kann man zumindest 20 Leuten mit jeweils einem Charakterbogen ausstatten. In der Tat.
Also ich muss sagen, irgendwie das Ungewöhnlichste und Coolste ist tatsächlich noch das Robinson Crusoe-Szenario. Ich hab's gesagt. Also ich werde das definitiv spielen im Laufe der nächsten Woche. Ansonsten, wie sieht's denn aus mit Plänen fürs nächste Jahr nach dem Gratis-Rollenspieltag, ist vor dem Gratis-Rollenspieltag? Absolut. Die eine Sache, wo ihr vielleicht alle die Daumen drücken könnt, ist, dass wir einen Versand schnell finden oder dass der Ralf sagt, der übernimmt den Versand für nächstes Jahr auch. Denn dann könnte man mit der gesamten Planung locker 2 bis 3 Monate früher beginnen und sowohl Verläge als auch der Versand hätten viel mehr Zeit, um was Vernünftiges und Cooles an den Start zu bringen. Dann müssten halt die armen Kerlchen von Pegasus nicht ihr eigenes Paket noch hinterher schicken. Und ich denke, dann hätten wir tolleres Material noch, obwohl keine Kritik an dem von diesem Jahr. Da gibt es super Sachen, wo ich denke, viele Rollenspieler Spaß dran haben. Aber die Verlage haben viel Zeit, der Versand hat viel Zeit. Man kann das ganz in Ruhe angehen. Das wäre so mein Wunsch für das nächste Jahr. Und man hat jetzt ja auch schon gesehen, dass die Verlage dann teilweise per Kickstarter oder anders mit Crowdfunding finanzieren, extra für den Tag was zu machen. Denkst du, das wird noch mehr? Ja, ich denke, gerade die Kleinen nutzen diese Chance natürlich gerne, logisch. Die haben nicht das Werbebudget oder überhaupt das Budget, um irgendwas aus der hohlen Hand zu zaubern. Hier so ein Plakat würde sich ein kleiner Verlag gar nicht leisten können. Also die, denke ich, werden das auch so weitermachen. Und deswegen werden die Pakete dann auch immer gut gefüllt sein. Französische Comic-Künstler und im Speziellen der Star-Autor Arleston stehen aus irgendeinem Grund auf unaussprechliche Titel und Umlaute. Neuestes Beispiel dafür ist Ecke oder Echo und da werfen wir mal einen Blick rein. Wie immer bei Lanfeust und Ytak-Schöpfer Arleston geht es um fantasievolle Abenteuer, in denen junge Frauen mit nicht immer sehr viel Klamotten eine zentrale Rolle spielen. Klingt doch schon mal gut, oder? Und wie immer wird das sehr detailverliebt und stilvoll umgesetzt. In Ecke verschlägt es die junge Ludmilla und den Physiker Juri in eine Spiegelwelt, eine Fantasy-Version von New York mit Riesentausendfüßlern statt U-Bahnen, von Laufrädern mit Viechern darin betriebenen Aufzügen und einer Freiheitsstatue in Form eines Eichhörnchens. Denn die Preshauns, kleine Nagetiere, sind offenbar die eigentlichen Herrscher dieser Welt und so putzig sie auch sind, umgibt sie ein seltsames Geheimnis. Ludmilla und Juri müssen sich in dieser Welt zurechtfinden. Ihr Vorteil, Ludmilla hat hier eine Künstleragentur geerbt, die, nicht vergessen, ist ja ein französischer Comic, vor allem exotische Tänzerinnen vertritt. In diesem ersten Teil gibt es neben dem eigentlichen Mysterium um die Spiegelwelt Ecke gleich noch 3 andere Rätsel, die mehr oder weniger auch schon aufgeklärt werden und die Spannung aufrechterhalten. Die Dialoge sind wie immer kurzweilig und geistreich, die Charaktere interessant, aber glaubhaft und die Zeichnungen von Alessandro Barbucci könnte man stundenlang nach kleinen Details absuchen. Wer Arlestons Schreibe kennt und mag, kann hier nichts falsch machen. Wer sie nicht kennt, sollte das schnell nachholen und Ecke ist dafür ein besserer Einstieg als das ausufernde Lanfeust-Universum. 8,5 von 10 Punkten gibt es dafür. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, gibt es einen halben Punkt Abzug für galoppierenden Sexismus. Ich habe kein Problem damit, dass nahezu alle weiblichen Hauptfiguren die Hüllen fallen lassen und das teils auch auf der Bühne, das ist schließlich deren Sache. Dass aber Begrapschen einer frisch verhafteten Frau offenbar eher lustig und normal sein soll und nicht geahndet wird, geht mir dann doch gegen den Strich. 8 von 10 Punkten also. Im nächsten Band wird Ludmilla wohl übrigens selber strippen. Gute und tiefe Aus- und Einsichten gibt es dann im August. Thanos ist der einfache Titel eines Sammelbandes, der sich um die Herkunft eines der großen Bösen des Marvel-Universums dreht, der auch sein runzeliges Kinn in der Abspannszene von The Avengers zeigen durfte. In dem Band finden sich alle Ausgaben der Miniserie Thanos Rising, die letztes Jahr noch einmal überarbeitete, woher der wahnsinnige Titan kommt und was ihn zu einem Vorzeigekriegstreiber gemacht hat. Und das beginnt damit, dass seine Mutter ihn eigentlich als Neugeborenes schon umbringen will. Nicht, weil er durch seine Mutation eine Abweichung von der Norm der menschlich aussehenden Eternals darstellt, sondern weil sie eine Art Vision davon hat, was aus ihm wird. Dabei ist Klein Thanos eigentlich harmlos und die Eternal-Kolonie auf dem Titan ist furchtbar nett und alle haben sich lieb, weil Thanos Vater Alars auf sie aufpasst. Wäre da nicht dieses komische Mädchen, das Thanos dazu anstachelt, immer mehr über die Welt und sich selbst und sein Anderssein herauszufinden. Selbst wenn er dazu Tiere auseinandernehmen muss und dann auch mal einen anderen Eternal. Sagen wir es mal so, wir können dann zusehen, wie es mit der Gewalt und den Missetaten in Thanos Leben recht schnell eskaliert. Seine Freundin will, dass sie seine einzige Geliebte ist? Dann müssen alle seine Liebschaften anderswo dran glauben. Sie findet, er müsse sich mal ein bisschen mehr als würdig erweisen? Was läge da näher, als ein paar Zivilisationen auszurotten? Am Ende dieses Comics ist Thanos von einem kleinen lila Jungen zu einem beängstigenden, geisteskranken Massenmörder geworden. Und die Story lässt uns dabei im Unklaren, wie viel davon seinem eigenen Verstand und wie viel den Umständen geschuldet ist.
Die Story kann dabei nicht mit allzu viel überraschen. Immerhin weiß man, wohin es gehen wird. Es sind eher die finsteren, bedrückenden Details, die die Stärke des Bandes ausmachen. Und das Artwork von Simone Bianchi, das die Sci-Fi-Comic-Tragödie in starke Bilder verpackt. 8 von 10 Punkten gibt es dafür. Eine Spielrunde hat sich tatsächlich hier hinten im Zeitgeist eingefunden, trotz Nazi-Demo und Gegendemo. Ihr seid keine Rollenspiel-Neulinge, aber probiert ihr zumindest was Neues aus? Ja, auf jeden Fall. Also Dungeon Slayers kenne ich jetzt auch nur aus der Theorie. Ich habe zwar die Box zu Hause, habe zwar bisher, glaube ich, nur einmal gespielt. Das heißt, der Gratis-Rollenspieltag ist auch so ein bisschen der Anlass, mal rum zu experimentieren und in was anderes reinzuschnuppern. Ja, auf jeden Fall. Und auch mal, um andere Rollenspieler zu treffen. Also insofern ist ja schon eine kleine Con, also eine Mini-Con. Und ja, ich bin auch hierher gekommen in der Hoffnung, dann vielleicht welche dann zu treffen. Also ich komme eigentlich nicht aus Koblenz, aber bin zufällig hier und dann, naja, ist mal schön, dann neue Bekannte zu machen, ja. Also auch auf der Suche nach einer Runde sozusagen? Nicht direkt nach einer Runde. Also ich glaube, da bin ich im Augenblick überrollenspielt. Also das funktioniert schon. Aber trotzdem ist es natürlich immer schön, dann andere Erfahrungen mal. Ihr habt euch jetzt Dungeon Slayers rausgepickt, aber ich nehme an, ihr habt euch angeschaut, was sonst noch alles auch im Karton war. Wie findet ihr das Angebot dieses Jahr? Also die Qualität ist hervorragend. Ich war letztes Jahr schon da. Das war irgendwie auch so meine Inspiration, jetzt dieses Jahr was Eigenes machen zu wollen. Und ich muss sagen, was die Verlage da für ein so ein eigentlich privat organisiertes Event auf die Beine stellen, auch in der gerade kurzen Zeit, ist schon enorm. Also gerade die Illustration im Splittermondstart habe ich mir mal angeschaut. Das ist ja schon ein ganz professionell produziertes Produkt. Gibt es denn irgendwie so ein Sahnestückchen aus der ganzen Packung? Ich würde auch sagen, das Splittermond-Heftchen, das ist auf jeden Fall das Sahnestückchen. Und hier das Dungeon Slayers eigentlich auch. Das sind so die beiden Sachen, die ich jetzt ganz, ganz spannend finde. Und die dann auch eingepackt und mitgenommen werden? Absolut, ja. Auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon hier eine Mappe zurechtgerichtet. Wie eben schon erwähnt, ist Splittermond beim Gratis-Rollenspieltag ja mit einem Einsteigerheft dabei. Aber vor kurzem ist auch der Band Die Welt erschienen und da haben wir mal reingeschaut. Okay, bevor es mit Splittermond losgeht, muss ich ein paar Sachen klären. Wir können hier natürlich keine wirklich unbefangene Rezi des neuen Rollenspiels abliefern. Wir sind viel zu dicht verbandelt mit Uhrwerk und in der ganz frühen Anfangsphase haben wir sogar ein paar von den exotischeren Grundideen eingebracht, auf denen tatsächlich aufgebaut wurde. Daher stellen wir das Buch vor, ich sage euch, was mir gefällt und was nicht. Eine Wertung in Zahlen gibt's nicht. Es geht hier rein um den gerade erschienenen Weltband, das Regelbuch folgt erst noch. Splittermond ist das neue Flaggschiff des Uhrwerk-Verlags. Kein Nischenrollenspiel mit Pulp-Ansätzen oder Retro-Charme, sondern eine umfassende Fantasy-Welt im Stil von Aventurien oder Golarion, die sich an den Massenmarkt, wenn es den beim Pen & Paper gibt, richtet und die daher auch die verschiedensten fantastischen Settings und Spielstile erlebbar machen will. Vom klassischen Mittelalter-Fantasy bis hin zu Fernost. Der Kontinent Lorakis erstreckt sich über alle aus den anderen Beispielen bekannten Klimazonen und Regionstypen und bietet auch eine ähnliche Vielzahl an Kulturen. Es gibt aber auch Alleinstellungsmerkmale. Dank der sogenannten Mondpfade existiert ein Schnellreisesystem, das der Heldengruppe erlaubt, im relativ schnellen Wechsel Abenteuer in den verschiedensten Ecken der Welt zu erleben. Und, vermutlich am exotischsten, jeder Bewohner von Lorakis verfügt theoretisch über eine kleine magische Kraft, ein wenig wie in Lernfäust, nur ausbaubarer, sodass man theoretisch auch zum Erzmagier werden kann. Und zu guter Letzt sind Götter in Splittermond sehr aktive Gesellen, die auch mal mit Avataren ins Geschehen eingreifen oder gar die Herrschaft eines Landes übernehmen. Splittermond, die Welt, beschreibt Lorakis auf 280 Seiten, komplett vollfarbig und widmet dabei jedem Landstrich ein paar Seiten, die seine Eigenheiten, Historie und wichtigsten Orte zusammenfassen. Dabei sind auch immer auf den Kartenausschnitten ein paar Stellen verzeichnet und noch einmal extra erwähnt, die als sogenannte weiße Flecken auch in Zukunft nicht mehr erwähnt werden sollen. Der Grund für diese Konstruktion ist, dass sich dort Spieler austoben und eigene Dinge einbauen können, die nie im Widerspruch zu offiziellen Büchern stehen sollen. Was dann aber offiziell beschrieben wird, kann bei der Umsetzung eines ganzen Riesenkontinentes in nur einem Buch nur relativ knapp sein. Der Eindruck von Lorakis bleibt also eher etwas oberflächlich, aber immerhin kann man alles dank der politischen Karte im Einband immer gut zuordnen. Jetzt aber mal im Schnellverfahren, was mir beim Durcherkennen des Weltenbandes positiv auffiel. Die Aufmachung ist super, die vielen Bilder sind allesamt ziemlich gut, auch wenn man sich über das ein oder andere Motiv vielleicht streiten könnte. Die Texte lesen sich größtenteils sehr angenehm und schaffen es, trockene Infos zu vermitteln und dennoch auch etwas der angestrebten Stimmung rüberzubringen und das auf oftmals sehr geringem Raum. Der Kontinent ist realistisch aufgebaut und trotzdem, unter anderem dank des Binnenmeeres, so angelegt, dass sich reizvolle Reisen und politische Situationen entspinnen können.
Das Buch ist übersichtlich, neben den Regionalbeschreibungen gibt es auch Aufsätze zum technischen Stand, der Magie und Medizin und anderen grundlegenden Fakten. Dank eines umfangreichen Index kann man auch alles finden, was man sucht. Auch wenn viele der Regionen Standard-Fantasy sind, finden sich im Detail immer wieder nette Überraschungen. Zum Beispiel die Stadt der Untoten Esmoda, die von ihren Bewohnern nicht wirklich verlassen werden kann und die keine finstere Macht, sondern eine zurückgezogene Metropole ewigen Lebens nach dem Tod ist. Auch ein seefahrendes Alpenvolk, dessen Pantheon unter anderem einen Narwal, eine Krake und ein Seepferdchen enthält, bekommt meine volle Zustimmung. Und die Gnome dieser Welt, die mit kleinen Hörnchen versehen wurden, sind mir überraschend sympathisch. Und was hat mir nicht so gut gefallen? In manchen der Regionalbeschreibungen kommen vielleicht wichtige Informationen etwas zu kurz, während andere redundant wiederholt werden. So wird uns bei einem Inselarchipel nur kurz an den Kopf geworfen, dass da ein Seeungeheuer und eine lebende Göttin eine wichtige Rolle spielen, aber nicht einmal grob angedeutet, wie die aussehen mögen. Dafür erfahren wir andernorts gleich zweimal direkt hintereinander, dass ein bestimmter Herrscher nur eine symbolische Figur ist, wenn auch immerhin verschieden formuliert. Für meinen Geschmack ist aber vor allem zu vieles dabei, das sich zu nahe an bekannten Vorbildern orientiert. Aus anderen Rollenspielen, aber vor allem realen irdischen Vorbildern. Gerade im asiatisch angelehnten Bereich werden reihenweise Begriffe direkt übernommen. Das reicht von Han-Fu als Bekleidung, was wortwörtlich Kleidung der Han-Ethnie bedeutet und ohne Han-Chinesen wenig Sinn macht, bis hin zu einer exakten Kopie japanischer Sagengestalten und der Tatsache, dass die sogenannten Schwertalben als einzige auf Lorakis ihre Schwerter Katana nennen. Vielen wird das auch nicht negativ auffallen, aber es ist schon zu nah dran am Vorbild, um noch originell zu sein. In kleinerem Maß gilt das auch immer wieder für andere Regionen. Es ist mir insgesamt etwas zu glatt, weil es sich eben an den Mainstream richtet. Wenig Risiken wurden eingegangen, wohl um Fans etablierter Systeme nicht abzuschrecken. Im Grunde ist es damit das Avatar des Pen-and-Paper-Rollenspiels. Aufwendig, aber ohne Ecken und Kanten. Und blau. Wer also eine Welt erwartet, die sich irgendwie vertraut anfühlt und trotzdem anders ist, wer also Urlaub von Aventurien, Golarion oder den Forgotten Realms nehmen will, der ist hier richtig und findet eine große und schlüssige Spielwiese. Wer jedoch die Neuerfindung des Rades erwartet oder selbst Weltenbastler ist und sich daher vielleicht noch mit Weltenkonzepten und Ethnologie befasst hat, ist hier vielleicht falsch. Wie gesagt, eine Wertung gibt's nicht. Das Ziel der Autoren dürfte erreicht sein, einen Hintergrund zu stricken, der möglichst viele Spieler durch bewährte Zutaten anspricht. Splittermond ist genau das, was es sein möchte, und das ist sicher nicht verkehrt. Ich gehe hier jetzt noch ein bisschen stöbern. Im Zeitgeist gibt's nämlich nicht nur Rollenspiele, sondern zum Beispiel auch Star Wars Actionfiguren. Vielleicht finde ich da noch ein bisschen was an Ergänzung für meine Sammlung. Tschüss und bis dann.